wir haben unseren Arbeitsplatz, wo andere Urlaub machen. Und in dieser Gegend sind wir natürlich besonders herausgefordert, diese Natur zu erhalten. Und das tun wir, indem wir das Regenwasser in großem Umfang nutzen. Wir nutzen das Regenwasser zum Kühlen. Das ist ganz wichtig für uns, das ist der größte Part. Wir nehmen das Regenwasser zum Heizen und wir nehmen es auch für die Reinigung. Und in allen Bereichen haben wir große Erfolge damit. Also man kann in Summe sagen, dass wir gut 2/3 der Verbräuche mit dem Regenwasser, mit der Regenwassernutzung und Regenwasservolumen abdecken können für die 3 Bereiche Heizen, Reinigen und Kühlen. Die gesamte Dachfläche bei Freilake wird zum Regenwassersammeln verwendet. Das sind Größenordnung 7000 Quadratmeter, wo wir bei jedem kleinen Niederschlag schon, wenn nur 1 Liter herunterregnet, mehr einen Kubikmeter mehr Wasser in unseren Regenwasserbecken haben. Gestartet hat es nicht mit der Kühlung, sondern das ist der erste Aspekt Reinigen. Wir haben das Regenwasser gesammelt mit einer kleinen Zisterne, das war so Anfang der 80er Jahre schon, und haben das Wasser dementsprechend für die Reinigung in verschiedenen Bereichen, hauptsächlich in der Pulverlackproduktion, genutzt. Ausgehend von dem haben wir dann die ein oder andere Zisterne nachgerüstet und haben dann auch auf die Kühlung umgestellt mit einem separaten Kreislauf. Und das hat uns weiter vorangetrieben. Und letztendlich mit diesem Projekt hatten wir dann auch die Chance, das Kühlwasser über die Wärmepumpen, wie vorher gesagt, auch zum Heizen nutzen. Und das heißt, Wasser ist wichtig und das ist natürlich schon irgendwo auch ja, das Herzstück, die Regenwassersammlung. Ja, Regenwasser ist ja bei uns ein ganz wichtiges Thema. Wir arbeiten schon lange daran, dass wir das in allen Bereichen nutzen. Und als wir bei diesem Preis Erster wurden und den quasi übernehmen konnten, unser Schiff, da waren wir uns, oder fanden wir uns schon geadelt in der Sache, dass wir da erste Sahne sind sozusagen.